Eine Doppelniere, sowieso grundsätzlich immer Magen-Darm-Erkrankungen, chronische Gastritis und immer Schmerzen. Ich musste so viele Tabletten nehmen, dass ich irgendwann gar nichts mehr essen konnte. Der Verdacht, dass da meine Mutter dahinter stecken könnte, der kam erst Jahre später. Wie glaubst du, hat deine Mutter dich denn krank gemacht? Vielleicht hat sie mir Medikamente ins Essen gemischt, die Symptome ausgelöst haben. Aber es gab auch psychischen Druck. Sie wollte einfach immer, dass ich krank bin. Vor einigen Wochen hat sich eine junge Frau bei uns gemeldet, die glaubt, dass ihre Mutter das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hat. Ich glaube, so richtig klar wurde mir das erst, als ich ausgezogen bin. Es hat dann so 2 Wochen gedauert, in denen plötzlich alle Krankheiten und Schmerzen Stück für Stück einfach weggegangen sind. Ich will herausfinden, was genau diese Störung ist, was in Eltern vorgeht, die absichtlich ihren Kindern so sehr schaden. Und ich will wissen, wie Marie mit diesem Verdacht gegen ihre Mutter umgeht. Ein Hinweis vorab. In dieser Folge sprechen wir über psychische und körperliche Kindesmisshandlung. Was hast du deiner Mutter gegenüber so empfunden? Was war das für ein Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter in der Kindheit? Meine Mutter hat mich eigentlich schon immer total schlecht behandelt und war auch gewalttätig mir gegenüber. Doch dann wurde ich das erste Mal scheinbar ernsthaft krank und damit hat sich dann unser Verhältnis plötzlich geändert. Damals hatte ich Herzrhythmusstörungen, es gab den Verdacht auf einen Herzfehler. Und auf einmal waren wir super eng. Wir waren echt ständig bei Ärzten. Und sie war schon immer alleinerziehend und hat dann auch aufgehört zu arbeiten, damit sie immer an meiner Seite sein konnte. Und wir waren total symbiotisch und voneinander abhängig. Obwohl du so viel Gewalt erfahren hast und auch so viel negative Erfahrungen auch mit ihr gesammelt hast. Mir war das irgendwie nicht so bewusst. Ich hatte zwischendurch schon das Gefühl früher, dass sie mich lieb hat. Mittlerweile weiß ich, das war nur in Situationen, in denen ihr das was gebracht hat. Wie meinst du das? Wenn wir bei Ärzten waren, dann war es vollkommen klar, dass sie die liebevolle Mutter ist, die sich gut um mich kümmert. Aber sonst nicht. Sonst war es ihr eigentlich ziemlich egal, wie es mir ging. Weswegen warst du denn beim Arzt? Was waren das alles für Symptome und Erkrankungen? Nachdem bei mir Herzrhythmusstörungen festgestellt wurden, kamen dann noch total viele andere Krankheiten dazu. Also ich hatte dann auf einmal eine Nierenbeckenentzündung, eine Doppelniere, die nicht bestätigt wurde. Dann kam Magen-Darm obendrauf. Das wurde dann auch chronisch. Und allgemein chronische Schmerzen echt im ganzen Körper. Und für alles musste ich extrem viele Tabletten nehmen. Ich konnte irgendwann wirklich nicht mal mehr essen. Ich konnte gar nichts mehr. Ich war einfach komplett fertig. Und meine psychischen Krankheiten wurden dadurch auch immer schlimmer. Ab da sind wir von Arzt zu Arzt, egal in welchem Bundesland. Es gab keine anderen Themen mehr als meine Krankheiten. Wie hat sich denn deine Mutter vor den Ärzten verhalten? Sie war sehr strikt und klar. Also wenn sie bei Ärzten etwas durchsetzen wollte, zum Beispiel Diagnosen, dann hat sie das halt auch bekommen. Mhm. Weil sie so bestimmt auftritt. Ja, und weil sie auch einfach manipulativ ist. Sie hat dann auch meine Symptome oft erklärt und das teilweise total überspitzt. Also wenn ich irgendwie zusammengeklappt bin und das vielleicht einmal die Woche, dann hat sie halt gesagt, ja, das war 3-mal die Woche und total schlimm. Also sie hat dann übertrieben und ich dann aber auch. Mhm. Und warum hast du dann damit gemacht? Ich habe es, glaube ich, hauptsächlich für meine Mutter gemacht. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass sie mich liebt, wenn ich krank bin und sonst halt nicht. Und dass sie es von mir erwartet, dass ich da mitmache. Um Maries Verdacht gegen ihre Mutter besser verstehen zu können, habe ich mit einem Experten für die Störung Münchhausen bei Proxy gesprochen. Hallo, Herr Sachse. Was genau versteht man denn unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom? Hier handelt es sich um Mütter. Es können auch alle anderen Bezugspersonen sein, die da sehr gestört handeln. Es ist aber viel seltener. Also 90-95% derjenigen, die bekannt werden, sind Mütter, die das merkwürdige Verhalten entwickeln, dass sie ihre Kinder krank machen. Mit Medikamenten, dann haben sie eine epilepsieähnliche Krampfanfallskrankheit oder mit Dingen, die Durchfälle hervorrufen, damit die in Behandlung gehen und in Behandlung kommen müssen. In diesen Behandlungen, ambulant und stationär, wirken die Mütter als ganz besonders engagiert. Als Mütter, die sich um ein krankes Kind besonders kümmern. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, warum macht es ein Mensch? Gerade eine Mutter, die will ja eigentlich für ihr Kind was Gutes und für das Kind sorgen. Es geht darum, ich bin plötzlich als Helfender, als Pflegender in der Situation des Experten. Ich bin der Retter. Ich habe sozusagen einen Kompetenzflow. Ich bin so richtig in dem Zustand drin,
in dem ich am meisten Selbstbewusstsein habe, in dem ich am kompetentesten bin, in dem ich wirklich was kann. Dieser Zustand wird ersehnt. Da können Menschen süchtig nach werden. Selbstbestätigung und soziale Anerkennung, Mitgefühl. Wir haben darauf verzichtet, Maries Mutter mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Denn Marie hat den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen, zu ihrem eigenen Schutz. Das Verhältnis zu ihrer Mutter belastet sie total und sie hat Angst vor Manipulationen. Trotzdem haben wir uns natürlich gefragt, wie bringt eine Mutter sowas fertig und was geht in Menschen vor, die Münchhausen by Proxy haben? Professor Sachse hat in einem Buch über die Störung Münchhausen by Proxy eine Stellungnahme einer betroffenen Frau veröffentlicht, die wir so beeindruckend fanden, dass wir sie mit einer Schauspielerin für diesen Film nachgestellt haben. Meine Welt zerbrach, als ich 10 Jahre alt war und meine Mutter zum 2. Mal heiratete. In den folgenden Jahren hat mein Stiefvater jeden 2. bis 3. Tag massive, gewalttätige sexuelle Übergriffe an mir verübt. Meine Mutter wusste das. Als ich 15 war, ging das dann mit dem Kinderwunsch los. Meine Tochter kam dann mit vielen Komplikationen auf die Welt. Sie war praktisch das ganze erste Lebensjahr in der Klinik. In dieser Zeit sind dann wichtige Dinge passiert. Ein Arzt in der Klinik hat mich gefragt, wie es mir geht. Bis heute glaube ich, dass das die erste Situation in meinem Leben war, wo mich mal ein Mensch gefragt hat, wie es mir geht. In meinem Job als Krankenschwester war ich top. Ich habe gemerkt, wie ich kompetent und konzentriert bei Notfällen reagieren kann. Als meine Tochter noch nicht ganz 2 Jahre alt war, da habe ich es zum ersten Mal getan. Da habe ich meine Tochter zum ersten Mal krank gemacht. Plötzlich war meine Tochter wie benebelt, hatte Tablettenintus und war ein Notfall. Und ich habe wie auf Knopfdruck perfekt funktioniert. Ich habe sie dann ins Krankenhaus gefahren und alle haben mir gesagt, wie gut ich mich um meine Tochter kümmere. Ich war eine richtig tolle Mutter. Das ging mir richtig gut. Wenn ich meine Tochter den Ärzten übergab, dann habe ich meine Handlungen, die direkt vorausgingen, komplett vergessen. Es war mir überhaupt nicht mehr präsent. Opfer, gedemütigt, traumatisiert, bring dich um, wurde abgelöst von tolle Mutter. Dieser Bericht hat zwar mit Maries Geschichte nichts zu tun und war ja auch vorher nicht bekannt. Aber auch Maries Mutter hat wohl in der Kindheit Ablehnung und Gewalt erfahren und hat extrem auf Lob und Bestätigung der Ärztinnen und Ärzte reagiert. Als ob sie gewachsen wäre, umso mehr man ihr gesagt hat, wie gut sie sich um mich kümmert. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich dadurch dann auf einmal mehr Arzttermine hatte oder meine Medikamente haben sich gesteigert. Und wie hat dich dieses ständig bei Ärzten sein verändert, glaubst du? Das war für mich die totale Beruhigung. Also für mich war das Krankenhaus mehr ein Zuhause als mein eigenes Zuhause. Mhm. Hattest du Angst vor deinem eigenen Körper und deinen Symptomen? Schon. Also dass wirklich was Schlimmes ist, dass du schwer krank bist? Ja, ich bin auch davon ausgegangen, dass ich später mal im Rollstuhl landen werde. Das war dir einfach klar, weil dein Gefühl war, dein Körper ist jetzt schon so kaputt. Ja, ich hatte ja immer extreme Schmerzen im ganzen Körper. Also teilweise konnte ich ja nicht mal mehr laufen. Betroffene von Münchhausen by Proxy entwickeln eine Abhängigkeit von der Anerkennung vom medizinischen Personal oder dem Mitleid des Umfelds. Oft nehmen die Krankheiten und Symptome der Kinder deshalb zu. Und dazu passt auch, dass es bei Marie genauso war. Ihre Krankheiten wurden immer schlimmer und sie war immer öfter beim Arzt. Auch bei der Frau aus dem Buch von Professor Sachse ist es immer weiter eskaliert. Als meine Tochter dann so 4 oder 5 Jahre war, bin ich völlig übergeschnappt. Ich wollte ein gänzlich schwerstbehindertes Kind zur Welt bringen. Ich wurde dann tatsächlich schwanger und habe auf der Arbeit sämtliche Medikamente mitgenommen, auf denen drauf stand, dass man sie in der Schwangerschaft nicht nehmen soll. Habe ich mich jemals gefragt, was ich meinem Kind damit antue? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. Meine Tochter wurde dann geboren. Als völlig gesundes Kind. Beschreib mal, wie hat sich dieser Moment angefühlt, als du ja, diesen Gedanken hattest, vielleicht war das alles durch meine Mutter. Ich glaube, so richtig klar wurde mir das erst, als ich ausgezogen bin. Und es hat dann so 2 Wochen gedauert und Stück für Stück sind dann alle Krankheiten und Schmerzen weggegangen. Und nach 2 Wochen war plötzlich nichts mehr da.
Das war halt schon komisch. Und dann habe ich angefangen zu googeln und bin halt auf dieses Münchhausen by Proxy gestoßen. Ich dachte, es ist 1:1 meine Mutter. Was hast du da gedacht? Ich war total schockiert. Mir ging es psychisch eh schon sehr schlecht. Und nach meinem Auszug und dem Verdacht, dass meine Mutter an all den Krankheiten schuld ist, bin ich dann komplett zusammengebrochen. Ich kam dann in die Psychiatrie und da kam dann auch alles immer mehr hoch. Und mir sind immer mehr Sachen wieder eingefallen und bewusst geworden. Ich dachte, das passt alles zusammen. Es war einfach alles so krass. Ein paar Wochen davor konnte ich nicht mal mehr laufen und in der Klinik bin ich teilweise stundenlang spaziert und hatte keine Schmerzen mehr. Ich habe auch dann den Kontakt zu ihr komplett abgebrochen. Wie glaubst du, hat deine Mutter dich denn krank gemacht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie genau getan hat. Also es kann sein, dass sie mir Medikamente irgendwie untergemischt hat, dass das irgendwelche Schmerzen ausgelöst hat oder meinen Darm belastet hat oder so. Ich glaube vor allen Dingen, dass es aber auch viel Manipulation und immenser Druck war, den sie auf mich ausgeübt hat, dass ich halt mitspielen musste. Wie hast du denn versucht, da auch dahinter zu kommen, was hinter deinem Verdacht steht? Ich habe einen ziemlich großen Krankenordner, der sehr dick ist. Und darin konnte ich sehen, dass mir ganz oft keine Diagnosen gestellt wurden. Und es wurde einfach nichts gefunden. Und meine Mutter ist dann zum nächsten Arzt mit mir und hat dort dann versucht, die Diagnosen zu bekommen, die sie wollte, und zu manipulieren. Und so hat sie es dann auch teilweise geschafft, bestimmte Medikamente für mich zu bekommen. Wir haben diesen Ordner ja auch hier. Mein Team und ich sind das alles mal durchgegangen. In vielen Gutachten steht einfach immer wieder drin, wie lange deine Krankheitsgeschichte eigentlich schon geht und wie viele körperliche und psychische Erkrankungen da vorliegen. Was ich noch ganz spannend fand, neben den ganzen Arztbriefen sind wir hier auf einen handgeschriebenen Zettel gestoßen. Und da steht drauf, wofür du überall im Alltag Unterstützung brauchst. Beim Waschen und Duschen, beim Bett beziehen, Nahrung zubereiten. Woher kommt diese Notiz? Die hat meine Mutter geschrieben, um zu begründen, wie krank ich bin und warum ich eine Behandlung brauche. Als ich den Zettel in dem Ordner gesehen habe, da war ich einfach nur komplett geschockt. Also das stimmt alles nicht, was da steht? Nein, das ist komplett lächerlich. Absolut. Es wäre ja nett gewesen, wenn sie sich so um mich gekümmert hätte und mein Essen mundgerecht geschnitten hätte. Mhm. Stimmt, hier steht Nahrung zubereiten, mundgerecht. Also mich wirklich darzustellen, als ob ich komplett behindert wäre, das finde ich, ist mir gegenüber einfach absolut nicht fair. Klar hatte ich Probleme beim Laufen, aber sonst konnte ich noch alles und habe da gar keine Hilfe gebraucht. Ja. Als Marie herausfinden wollte, was an ihrem Verdacht dran ist, hat sie ihrem Kinderarzt geschrieben und der hat auch geantwortet. Er schreibt zum Beispiel, dass er sich noch gut erinnern könnte, dass ihre Mutter immer anwesend war, dass sie immer schon eine Verdachtsdiagnose mitgebracht hat bei den Arztbesuchen und wusste, welche Therapie für Marie die richtige wäre. Und Medikamente waren auch immer ein großes Thema bei ihr. Ja, der hat mir in vielen Punkten recht gegeben und meinte, dass er schon denkt, dass das auch sein könnte und dass das alles nicht so ganz koscher abgelaufen ist. Aber was er auch schreibt, ist, dass die Psyche natürlich auch total viele Symptome entwickelt. Da braucht es gar keine Tabletten. Das kann ja auch sein, dass diese ganzen Manipulationen und der Druck, den sie ausgeübt hat, dass das eben auch zu Schmerzen geführt hat und zu Symptomen. Aber dass ihr auch klar war, dass das passieren könnte. Weil ich meine, die Vorstellungskraft von jedem Menschen ist ja auch ziemlich stark. Also wenn man sich vorstellt, todkrank zu sein, dann ist man auch todkrank. Und das wurde mir auch immer vorgesagt. Hast du jemals darüber nachgedacht, mit deiner Mutter darüber zu sprechen? Ich hatte total oft das Bedürfnis, sie richtig hart anzukacken für die ganze Sache. Aber ich kenne sie und ich weiß, dass sie das niemals zugeben würde. Ich glaube, sie ist selber der Überzeugung, dass das alles so richtig war, was sie getan hat. Und deswegen brauche ich sie gar nicht zu konfrontieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich das tun würde, würde ich mich in Gefahr bringen, weil sie kann mich ja manipulieren. Und sie hat es jahrelang getan. Und ich weiß, dass sie das mit einem Fingerschnipsen wieder auf die Reihe kriegen würde. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Interview hier anonym drehen. Weil wir ja nicht wollen, dass du gezwungen wirst, mit deiner Mutter wieder in irgendeiner Art von Verbindung zu stehen. Ne? Ja. Es ist eigentlich nicht möglich für Marie, ein Gutachten zu bekommen, weil die Arztbriefe alleine als Beweise nicht ausreichen und Expertinnen und Experten unbedingt zusätzlich mit der Mutter Gespräche führen müssten. Wir wollen aber trotzdem wissen, wie das eigentlich rechtlich ist. Und dazu habe ich auch mit Professor Sachse gesprochen und ihn ganz allgemein gefragt, wie werden Menschen mit Münchhausen by Proxy vor Gericht beurteilt? Bei einem Kind Krämpfe auszulösen, ohne es umzubringen, muss man wissen, welche Medikamente dafür helfen, welche das auslösen. Man muss sie richtig dosieren
rechtzeitig zur Klinik fahren, dann muss man das Kind retten lassen. Das alles sind Handlungsabläufe, die sehr, sehr viel Konzentration und Nachdenken erfordern. Selbst die verminderte Steuerungsfähigkeit wird bei einer Tat, die derartig viel Nachdenken erfordert, selten zugestanden. Da sind die Gerichte durchaus kritisch und die Urteile liegen dann zwischen 3 und 7 Jahren. Das ist eine vorsätzliche Körperverletzung. Was könnte denn Marie jetzt konkret noch tun als erwachsener Mensch, um herauszufinden, ob das tatsächlich ihre Mutter diese Erkrankung hat? Sie kann natürlich riskieren, die Mutter zu cornern und zu sagen, also hier, wie war das? Und ich habe in meiner Therapie herausgefunden, das wäre extremes Risiko. Ja? Ich würde in der Therapie anstreben, dass das weniger wichtig ist als die Frage, wie gehe ich heute mit mir um? Ja, habe ich selber heute Tendenzen, wie eine Proxymutter mich zu behandeln und wo die praktisch zu sich selbst eine schlechte Mutter ist. Daran würde ich eher arbeiten. Das wäre mir sehr viel wichtiger, als die Wahrheit herauszufinden. Maries Geschichte hat mich total traurig gemacht, denn ich merke, dass da so super viel Leid drin steckt. Und das Gefühl zu haben, dass einem die eigene Mutter sowas antut, ist super schlimm. Professor Sachse hat aber auch gesagt, bei Verdachtsfällen über Münchhausen bei Proxy muss man vorsichtig sein. Denn statt der Mutter könnte es auch das Kind sein, das bewusst oder unbewusst lügt. Und deshalb habe ich Marie auch darauf angesprochen. Erkennst du Anteile deiner Mutter und dem Verhalten deiner Mutter auch so in dir? Ganz viel. Wenn ich beim Arzt bin und irgendwas untersucht werden muss, dann hänge ich da total drin und versuche halt auch irgendwie Erklärungen zu finden. Ich habe halt schon Verhaltensweisen, die da scheiße sind, weil ich dann einfach bei meinen Symptomen übertreibe und das immer noch nicht abstellen kann. Also klar, mir ist dann schwindelig, aber das Zusammenklappen simuliere ich dann halt zum Beispiel. Wie sehr glaubst du denn deinen eigenen Erinnerungen aus dieser Zeit? Gibt es Erinnerungen, die du selbst in Frage stellst oder bei denen du denkst, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so war? Es gibt Phasen, da glaube ich mir selber und es gibt Phasen, wo ich mir echt absolut gar nicht glaube. Wo ich selber behaupten würde, ich hätte Münchhausen und denke, dass ich selber simuliert habe und gar nicht krank war. Das ist aber auch Teil meiner psychischen Probleme, dass ich immer denke, dass ich eigentlich an allem schuld bin und mir deshalb den Vorwurf mache, dass ich mir das vielleicht nur eingebildet habe. Aber eigentlich denke ich nicht, dass ein Kind sich sowas wirklich ausdenkt. Also wieso auch? Diese Folge ist Teil der Reihe Warum lügen wir? Und es ist total heftig, wenn man so viel erlebt hat wie Marie und nicht weiß, was die Wahrheit ist, ob man jahrelang angelogen wurde und ob man sich am Ende vielleicht selbst anlügt. Marie wird vielleicht niemals Antworten auf ihre Fragen bekommen, weil es dafür nicht nur ihre eigene Aufarbeitung, sondern auch die Aufarbeitung ihrer Mutter bräuchte. Heute bin ich Opfer und Täterin. Ich finde es entsetzlich, was mir angetan wurde. Und ich finde es entsetzlich, was ich meinem Kind angetan habe. Meine erste Tochter hat eine Lernbehinderung, ging in die Sonderschule. Sie hatte große emotionale und soziale Probleme. Sie hat selber Kinder bekommen, die in Pflegefamilien leben. So geht meine Problematik an die nächste und vielleicht übernächste Generation über. Meine zweite Tochter ist beruflich und schulisch erfolgreich. Sie hat 1er-Abitur gemacht und ist eine gute Musikerin. Mit ihr bin ich sehr glücklich geworden. Was ich interessant finde, in diesem Fall betrachtet sich die Mutter als Täterin. Sie hat reflektiert, wie sie mit ihren Kindern umgegangen ist und sie ist sich also sehr bewusst darüber, was sie ihrer Tochter angetan hat. Wie geht's dir denn damit, wenn du jetzt an deine Kindheit denkst und an deine Vergangenheit? Ich find's halt einfach krass. Ich find's eigentlich sehr traurig, weil ich hätte in diesen ganzen Jahren so viel mehr machen können als das. Ich hätte nicht im Krankenhaus sein müssen. Ich habe Sachen verpasst, die andere einfach gemacht haben. Ich war nicht auf Achterbahn oder, keine Ahnung, bin mit Leuten schwimmen gegangen im Sommer. Ich habe davon einfach super viel gar nicht erlebt. Und alles mit der Begründung, dass du krank bist. Ja, und dass ich Dinge nicht machen darf. Letztlich können wir nicht sagen, ob die Mutter tatsächlich Münchhausen bei Proxy hat oder nicht. Was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist aber, dass es da eine traumatische Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter gab. Und egal, ob das bewusst oder unbewusst passiert ist, diese Beziehung hat Marie total belastet und prägt ihr Leben immer noch.
Wie geht's euch mit der Geschichte von Marie? Welche Gedanken habt ihr dazu? Schreibt mir die gerne mal hier unten in die Kommentare. Hier oben verlinke ich euch einen Film, da habe ich Sarah getroffen. Die hat mir von den schwersten Zeiten ihres Lebens erzählt, als sie Suizidgedanken begleitet haben. Eine sehr emotionale Folge, lege ich euch ans Herz. Und hier geht's zu einer Folge von Follow Me Reports. Die haben sich mit dem Thema Quarterlife Crisis beschäftigt.